Das hier ist ein Fender American Standard Jazz Bass von 2008, hat zu der Zeit 1111 Euro gekostet. Und das hier ist ein Harley Benton JB, weiß ich gar nicht, von Thomann für 109 Euro. Und heute vergleichen wir die beiden, gucken, welcher geiler ist. Und zwar machen wir dafür einen Blindtest, das heißt, ich spiele beide Bässe im Vergleich, ohne dass du weißt, welcher welcher ist. Und du gibst immer deine Stimme ab, welchen du cooler findest. Unter allen Kommentaren verlose ich das günstigere Modell, nicht meinen alten Schatzi. Also schreib mir unter den jeweiligen Beispielen, welchen du cooler findest, und am Ende gebe ich noch mein Review zu dem Harley Benton Bass. Damit das wirklich ein objektiver Vergleich ist, habe ich bei beiden Bässen die Einstellung 100% gleich gelassen und auch die gleichen Saiten aufgezogen. Los geht's mit dem ersten Beispiel. Was sagst du? Welcher hat dir besser gefallen? Und welcher würdest du sagen, war der originale Jazzbass? Hinterlass deinen Kommentar unterm Video. Nächster Track! Okay, was sagst du dazu? Welcher war besser und welcher war der Originale? Weiter geht's. Dann lass uns mal was zu dem Bass sagen. Vielleicht hast du mein Video zu dem Precision Bass gesehen, auch von Harley Benton für 109 Euro. Der war echt in Ordnung. Deshalb hat der mich ein klein bisschen überrascht. An dem schrubbelt man sich nämlich hier ganz schön die Finger auf. Die Bünde kommen ziemlich raus. Das tut weh und das könnte ich nicht länger als eine Weile, sagen wir mal, aushalten. Also wenn du den gewinnst mit deinem Kommentar unterm Video, dann bring den auf jeden Fall nochmal zum Gitarrenbauer oder zur Gitarrenbauerin, damit die dir die Bünde ordentlich abfeilen hier unten, sonst hast du wirklich Aua. Es war auch nicht ordentlich gefeilt hier oben, da sah man noch Rückstände, das hätte man mit einem Knibbelchen mal eben wegmachen können. Das hat bei mir irgendwie 5 Sekunden gedauert. Aber das ist natürlich nur ein Schönheitsfehler, das tut jetzt nicht weh. Den Hals mag ich sehr gerne, der ist schön samtig hinten und angenehm zu greifen. Nicht so super schmal wie mein normaler Jazz Bass-Hals. Ein bisschen dicker, aber super angenehm. Und auch sonst ist eigentlich alles okay an dem Bass. Selbst die Elektronik gefällt mir ziemlich gut. Potis drehen sich, wie sie sollen. Die Buchse ist ein klein bisschen wackelig, aber das kann man nochmal nachziehen. Die Mechaniken quietschen ein bisschen, wenn man sie dreht, aber sie sind stimmstabil und das sollen sie ja sein. Was ich mich frage, ist, ob die Serie, also der Jazz-Bass gegenüber dem Precision-Bass, den ich vorher getestet habe, qualitativ einfach anders ist oder ob die Streuung innerhalb einer Serie so groß ist. Also wenn du dir jetzt einen neuen bestellst, ob der dann entweder ganz cool sein kann oder eher, naja, geht so. Das kann ich nicht einschätzen mit meinem jeweiligen einen Testmodell, ne? Das ist klar. Also alles in allem würde ich sagen, wenn du bereit bist, noch ein paar Euro ins Setup zu investieren, dann ist der Bass nicht verkehrt. Für 109 Euro, totaler Schnapper, tut, was er soll, schrabbelt nur ein bisschen die Fingerchen ein. Wer das schöne Stück gewonnen hat, gebe ich demnächst hier auf meinem Kanal bekannt. Viel Spaß beim Kommentare hinschreiben und für mehr Bass-Tutorials und die gelegentliche Verlosung abonniere die alte Schose hier. Ciao, hau rein.